und gehen durch das große Tor mal zurück. Boah, was ein Fight, ey. Was ein Fight. Hat zwar ein bisschen lang gedauert, aber bis ich es überhaupt mal kapiert habe, aber im Endeffekt hat es doch geklappt. Sie setzen den Menschen schwer zu. Ob es das ist, wovor Michelle Angst hatte? Hier sieht man, was natürliche Selektion bedeutet. Aber ich weiß schon, wer gewinnen wird. Und zwar wir. Ich werde mich erstmal wieder so mit der Knarre ranpirschen. Naja, doch nicht. Lieber doch mit dem Schwert. Nein! Ach, egal. Die werden am Ende eh wieder auf mich draufgehen, sobald ich denen geholfen habe. Von daher kann ich die auch gleich mit tot machen. Mein Gott, jetzt wird's aber brenzlig hier. Gerade der Bossfight und jetzt geht's hier direkt weiter mit Kampf um Leben und Tod. Bam! Ja, ich weiß, der ist schon tot. Was? Nein? WTF? Was hat denn der bitte ausgehalten? Also so ineffektiv ist ein Halsschuss jetzt nicht, meiner Meinung nach. Bam! Tut mir leid. Eigentlich ja nicht. Yeah! Och nein. Och nein, och nein, och nein. Verdammt. Sie setzen den Menschen schwer zu. Ob es das ist, wovor Michelle Angst hatte? Hier sieht man, was natürliche ja, Selektion super. Aber ich weiß schon, wer gewinnen wird. Kann ich mich hier irgendwo töten lassen eben? Ja, gut. Das war jetzt gerade echt fail. Direkt am Anfang das halbe Leben verloren ist schlecht. Sie setzen den Menschen schwer zu. Ob es das ist, wovor Michelle Angst hatte? Boah. Hier sieht man, was natürliche Selektion bedeutet. Kann nicht dein Ernst sein, ey. Sofort am Verrecken immer. Ja, und zwar werden wir gewinnen. Habe ich auch schon mal gesagt. Nein! Ja, so ist ja ein guter Start. Sie setzen den Menschen schwer zu. Ob es das ist, wovor Michelle Angst hatte? Hier sieht man, was natürliche Selektion bedeutet. Aber ich weiß schon, wer gewinnen wird. Yeah, das war Nummer 1. Und das Nummer 2. Haha. Verdammt. Verdammte Axt. Yeah. Okay, der wäre weg. Fehlt noch der hier. Und dann da hinten die ganze Horde. Yeah, und ich glaube, bin ich hier jetzt außerhalb vom Kampf, dass ich mich eben aufladen kann? Ich weiß nicht. Ist das möglich? Huch. Ja, das wollte ich nicht drücken. Ist das möglich, mich eben aufzuladen, bevor ich da vorne weiterfighten? Ja, sehr nice. Sehr, sehr nice. Sterbt! Mit euren Freunden bin ich schon fertig. Alle hierher! Ich brauche Hilfe!
Mein Gott. Wie schafft er mir überhaupt dabei noch auszuweichen, Alter? Und Kill in der Luft. Oh oh. Alter, nein! Ist ja genauso schwer wie der Bossfight. Ob es das ist, wovor Michelle Angst hatte? Hier sieht man, was natürliche Selektion bedeutet. Aber ich weiß schon, wer gewinnen wird. Gut, der bleibt liegen. Die Scheißärsche erstmal wegmachen. Und dann die richtigen Scheißärsche. Komm schon, da ist noch einer zwischen. Naja, einer mehr oder weniger macht keinen Unterschied. Yeah! Das sind eine ganze Menge Gegner. Und ich werde sie alle platt machen. Gegen Feuer habt ihr keine Chance. Hoffe ich. Yeah, noch einer. Und noch einer. Und der... Oh, da, dem musste ich wohl gar nicht mehr den Gnadenstoß geben. Hilfe! Ich glaube, mit deren Rüstungen bringt mir die Waffe hier gerade nicht so sehr viel. Das war daneben. Und bam, einer noch, ein einziger. Mann gegen Mann oder Maschine. Yeah. Oh ja. Und jetzt können wir endlich durch dieses Tor durchdringen. Hör mal. Der Altar erstmal. Oh, ne. Doch nicht erstmal der Altar. Altar! Hört doch auf mit der Scheiße. Wir können doch eine Lösung finden. Oder nicht? Nein. Oh ja, okay. Ja, habe ich gerade schon gemerkt, der war nur noch nicht aktiviert. War ein Feind in der Nähe. Okay, massiver Brand. Setze mehrere Feinde um dich herum in Brand und füge ihnen kurze Zeit Schaden zu. Lässt Feinde um dich herum erstarren, macht sie bewegungsunfähig und verursacht Schaden. Dieser Zauber verfügt Feinden um dich herum großen Schaden. Ich mache mal den mit Erstarren hier. Mehr Rage durch Einsatz von Kombos und Magie. Die Kältestarre der massive... Achso, die Kältestarre oder, massive Kältestarre belegen eigene Waffen mit Magie, sodass sie zusätzlich Schaden verursachen und Feinde erstarren lassen. Brand oder massiver Brand? Nein. Nochmal erstarren. Erstarren hört sich gut an. Und da können sie sich nicht mehr bewegen.
Ich treff die doch schon. Halte zwei. Oh. Mein Gott. Hammergeil, Alter. Hammergeil. Na, jetzt habe ich schon wieder nur gedrückt. Und jetzt sterbt. Alter, nein. Unterbrich mich doch nicht bei meinem Ritual. Na. Willst du mich verarschen? Alter, verarsch mich nicht. Oder muss ich dafür beide Totenköpfe haben? So, jetzt habe ich beide Totenköpfe. Ah. Ja, ich brauche beide Totenköpfe. Dann funktioniert auch diese epische Attacke.